Es ist der 15. April 1945, südwestlich von Bergen, in Nazi-Deutschland. Die britische 11. Panzerdivision befreit Bergen-Belsen, eines der schlimmsten Konzentrationslager der Nazis, das die wahre Bestialität und den Schrecken des NS-Regimes und seiner Todeslager verkörpert. Die britischen Truppen finden 13.000 unbestattete Leichen und fast 60.000 kranke und ausgehungerte Gefangene. Mehr als 13.000 der ehemaligen Gefangenen sind zu krank, um sich zu erholen und sterben in den nächsten Monaten nach der Befreiung des Lagers an zahlreichen Krankheiten wie Typhus und Tuberkulose. Die britischen Streitkräfte nehmen männliche und weibliche Mitglieder des Lagerpersonals fest, die für diese Gräueltaten verantwortlich waren, und zwingen sie dabei zu helfen, die Leichen in Massengräbern zu bestatten. Eine von ihnen, eine der berüchtigsten Täterinnen des verbrecherischen Nazi-Regimes, war Johanna Bormann. Johanna Bormann wurde am 10. September 1893 in Birkenfelde, damals Teil des Deutschen Reiches, geboren. Bormann besuchte nie eine Schule und war tief religiös. Im Januar 1933 kamen Adolf Hitler und die NSDAP an die Macht. Zu dieser Zeit arbeitete Bormann in einer Nervenheilanstalt, kümmerte sich um die Kranken und verdiente 15 bis 20 Mark im Monat. Deutsche Frauen spielten in der nationalsozialistischen Propaganda eine entscheidende Rolle, die weit über die Propaganda der NSDAP hinausging, wonach der Platz einer Frau ausschließlich im Haus als Mutter und Gebärende sei. Von den schätzungsweise 40 Millionen deutschen Frauen im Reich waren etwa 13 Millionen in den Organisationen der NSDAP aktiv, die die Ziele des Regimes, rassische Reinheit, Ausweitung des Reichsgebiets durch Eroberung und weltweiter Krieg, unterstützten. Sie arbeiteten in der Fürsorge, als Lehrerinnen, Sekretärinnen, Krankenschwestern, Hilfskräfte bei der Wehrmacht und der Polizei und in zahlreichen anderen Berufen, darunter auch als Aufseherinnen in den Konzentrationslagern. Eine dieser Aufseherinnen war Johanna Bormann. Bormann begann ihre Karriere als Aufseherin im Konzentrationslager in Lichtenburg in Sachsen, wo sie in der Küche arbeitete. Sie nahm die Anstellung für das Geld an. Für die Misshandlung armer weiblicher Gefangener verdiente sie 10-mal mehr, als sie in der Nervenheilanstalt bekommen hatte. Das in einem Renaissance-Schloss gelegene Lager Lichtenburg war eines der ersten Konzentrationslager der Nazis und wurde von 1933 bis 1939 von der SS betrieben. Von 1937 bis 1939 waren nur weibliche Häftlinge untergebracht. Bormann arbeitete dort von 1938 bis Mai 1939, als das gesamte Lager ins Frauenlager Ravensbrück nach Berlin verlegt wurde. Ravensbrück, das im Mai 1939 eröffnet wurde, war das einzige größere Frauenlager, das die Nazis errichteten. Alles in allem durchliefen etwa 132.000 Frauen aus ganz Europa das Lager, darunter Polinnen, Russinnen, Jüdinnen, Sintize und Romja und andere. 92.000 von ihnen kamen ums Leben. Das Personal des Lagers Ravensbrück bestand sowohl aus SS-Männern, die als Wachen und Verwalter eingesetzt wurden, als auch aus 150 Frauen, die als Aufseherinnen angestellt waren. Bei diesen Aufseherinnen handelte es sich entweder um Freiwillige der SS oder um Frauen, die diese Arbeit wegen der guten Bezahlung und der attraktiven Arbeitsbedingungen angenommen hatten. Ravensbrück beherbergte auch ein Ausbildungslager für weibliche SS-Aufseherinnen, die von Dorothea Binz, einer sadistischen deutschen Nazi-Offizierin und Aufseherin, unterrichtet wurden. Sie brachte ihren Auszubildenden bei, wie sie mit den Gefangenen, die sie beaufsichtigen sollten, umzugehen hatten. Die Häftlinge mussten bis zur tödlichen Erschöpfung arbeiten. Die Aufgabe ihrer Aufseherinnen wie Johanna Bormann bestand darin, so viel Leistung wie möglich aus ihnen herauszuholen, solange sie noch am Leben waren. Ravensbrück wurde zu einem Ausbildungszentrum und einer Schule der Gewalt für etwa 3.500 weibliche Aufseherinnen, die später entweder dort oder in anderen Konzentrationslagern eingesetzt wurden. In Ravensbrück arbeitete Bormann ein Jahr in der Küche, dann ein Jahr als Aufsicht von Zwangsarbeitseinheiten und ein Jahr auf dem Gutshof von Obergruppenführer Oswald Pohl, dem obersten Verwalter der Konzentrationslager der Nazis. Während sie auf Pohls Anwesen arbeitete, legte sie sich einen Hund zu, der sie während ihrer weiteren Karriere als Aufseherin im Konzentrationslager begleiten würde.
Sie liebte Hunde, weil sie gehorsam waren, und diesen Gehorsam verlangte sie auch von den Gefangenen, die sie beaufsichtigte. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als Nazi-Deutschland Polen überfiel. Nazi-Deutschland besaß überwältigende militärische Überlegenheit über Polen. Deutschland startete den unprovozierten Angriff im Morgengrauen des 1. September mit einer Vorhut von mehr als 2000 Panzern, unterstützt von fast 900 Bombern und 400 Kampfflugzeugen. Insgesamt setzte Deutschland bei der Invasion 60 Divisionen und fast 1,5 Millionen Mann ein. Der Angriff auf Polen demonstrierte Deutschlands Fähigkeit, Luftstreitkräfte und Panzer in einer neuen Art der mobilen Kriegsführung zu kombinieren. Die Welt führte einen neuen Begriff ein, um Deutschlands erfolgreiche Kriegstaktik zu beschreiben: Blitzkrieg. Die letzte einsatzfähige polnische Einheit kapitulierte am 6. Oktober. Nach Polens Niederlage Anfang Oktober 1939 teilten sich Nazi-Deutschland und die Sowjetunion das Land gemäß ihres im deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt festgehaltenen Geheimprotokolls auf. Kurz darauf eröffneten die Nazis die ersten Konzentrationslager auf dem Gebiet des von Deutschland besetzten Polen, darunter das tödlichste der Lager, Auschwitz-Birkenau. Johanna Bormann kam im Oktober 1942 in den Frauenbereich von Auschwitz-Birkenau und unter ihren Vorgesetzten waren Maria Mandel, Margot Dreschel und Irma Grese. Obwohl sie sehr religiös war und sich in ihrem früheren Beruf um Kranke gekümmert hatte, wurde sie in Auschwitz-Birkenau zu einem sadistischen Monster. Nach Aussagen der Holocaust-Überlebenden Helena Kopa war Bormann die verhassteste Person im Lager. Sie erinnerte sich, wie sie einmal sah, wie sich Bormann einer Gefangenen näherte, die in Richtung der Büros lief. Bormann hielt die Frau auf und nahm etwas aus ihrer Tasche. Dann schlug sie die Gefangene mit der rechten Hand, packte ihre Haare und schleuderte sie zu Boden. Bormann hielt ihren deutschen Schäferhund in der linken Hand an der Leine und als die Frau auf dem Boden lag, ließ sie ihn auf sie los und er biss sie fürchterlich. Als der Hund mit ihr fertig war, war die Frau nur noch eine blutige Masse und eine ihrer Brüste war beinahe abgerissen. Ein Arzt kam, um die Frau zu untersuchen, aber weil sie sich nicht bewegte, wurde vier Häftlingen befohlen, ihren Körper auf einer Bahre zum Block 25 zu bringen, was bedeutete, dass sie in der Gaskammer landen würde. Ein anderer Zeuge sah, wie Johanna Bormann Gefangene prügelte, weil sie gute Kleidung trugen. Bormann riss auch weiblichen Häftlingen die Kleider vom Leib und ließ sie Strafübungen absolvieren. Wenn sie zu müde wurden, um weiterzumachen, schlug sie sie mit einem Gummiknüppel oder einem Stock auf den Kopf, Rücken und den ganzen Körper. Wenn ihre blutenden Opfer auf dem Boden lagen, trat sie auch nach ihnen. Nach dem Krieg sagte eine weitere Zeugin, Dora Silberbär, über ihre Erfahrungen mit Johanna Bormann aus. Während sie in Auschwitz inhaftiert war, arbeitete Dora bei einer Arbeitseinheit außerhalb des Lagers. Mit ihr gemeinsam arbeitete ihre gute Freundin Rachela Silberstein, die 21 Jahre alt war und aus Lodz in Polen kam. An diesem Tag fühlte sie sich sehr krank und konnte nicht allein zu ihrer Arbeitsstätte laufen. Andere Häftlinge mussten sie stützen und als sie angekommen war, sank sie zu Boden, weil sie so schwach war und unter schrecklichen Schmerzen litt. Bormann, die die Einheit beaufsichtigte, befahl Dora, sofort zur Arbeit zu gehen. Weil sie vor Schmerz kaum sprechen konnte, schritt Dora ein und sagte Bormann, dass Silberstein zu krank für die Arbeit war. Daraufhin schlug ihr Bormann mit der Faust ins Gesicht, wobei sie ihr zwei Zähne ausschlug und sagte ihr dann, sie solle zurück zur Arbeit gehen. Als sie sich entfernte, schlug sie sie am ganzen Körper mit einem Stock, den sie bei sich trug. Bormann, die als Wiesel oder Frau mit den Hunden bekannt war, befahl dann ihrem deutschen Schäferhund, der nie von seiner Seite wich, Silberstein anzufallen, die immer noch auf dem Boden saß. Der Hund packte ihr Bein mit seinen Zähnen und zerrte sie hin und her, bis sie schlussendlich zusammenbrach. Dann befahl Bormann dem Hund, von der armen Frau abzulassen. Nach 10 Minuten erlangte Silberstein das Bewusstsein wieder, lag aber den ganzen Tag auf der Erde. Das Bein, das der Hund gepackt hatte, war durch eine Blutvergiftung stark geschwollen und blauschwarz gefärbt. Als sie zum Lager zurückmarschierten, mussten vier Frauen Silberstein tragen und brachten sie nach ihrer Ankunft zur Krankenstation.
Als Dora einige Tage später kam, um sie zu besuchen, teilte ihr der Aufseher mit, dass Rachella Silberstein bereits gestorben war. Nach Angaben von Ilka Malachowska, die Auschwitz überlebte, war Bormann auch an der Selektion für die Gaskammern beteiligt. In Auschwitz arbeitete Ilka mit ihrer Schwester Ida Malachowska in der gleichen Einheit. Eines Morgens im Januar 1943 fand vor dem Arbeitseinsatz eine Selektion statt, an der Bormann beteiligt war. Sie wählte 50 Mädchen aus ihrem 150-köpfigen Arbeitskommando aus und ihre Schwester war eine derjenigen, die ausgewählt wurden. Der Rest von ihnen verließ das Lager zur Arbeit und bei ihrer Rückkehr am Abend, als sie durch das Tor gingen, fuhren 9 oder 10 Wagen voller Frauen und Mädchen an ihnen vorbei. Die Wagen fuhren in Richtung des Krematoriums, das sich gleich außerhalb des Lagers befand. Ilka sah weder ihre Schwester Ida noch eine andere der am Morgen selektierten Mädchen je wieder. Als die deutschen Verluste immer größer wurden, wurde Bormann 1944 in das Hilfslager Hindenburg im von Deutschland besetzten Polen versetzt. Im Januar 1945 kehrte sie nach Ravensbrück zurück und im März erreichte sie ihren letzten Posten in Bergen-Belsen. Dort erhielt sie die Aufgabe, sich um den Schweinestall, der zwischen den Männerkomplexen lag, zu kümmern. Ende Juli 1944 waren etwa 7.300 Häftlinge im Lagerkomplex Bergen-Belsen interniert. Anfang Dezember 1944 waren es bereits 15.000 und im Februar 1945 lag die Zahl der Häftlinge bei 22.000. Mit der Ankunft von immer mehr Häftlingen, die aus Lagern im Osten evakuiert wurden, stieg die Zahl der Lagerinsassen auf über 60.000 am 15. April 1945. Ab Ende 1944 wurden die Lebensmittelrationen in Bergen-Belsen immer knapper und Anfang 1945 mussten die Häftlinge teilweise tagelang ohne Nahrung ausharren und auch das Trinkwasser war sehr knapp. Der Zustand der sanitären Anlagen war katastrophal. Es gab kaum Latrinen und Wasserhähne für die Zehntausenden in Bergen-Belsen zu dieser Zeit inhaftierten Häftlinge. Die Überbelegung, die schlechten sanitären Bedingungen und der Mangel an angemessener Nahrung, Wasser und Unterkünften führte zum Ausbruch von Krankheiten wie Fleckfieber, Tuberkulose, Typhus und Ruhr, wodurch immer mehr Menschen starben. In den ersten Monaten des Jahres 1945 starben Zehntausende. Diejenigen, die überlebten, beschrieben die Bedingungen im Lager als Hölle auf Erden. Dr. Peter Leonard Makari, zu dieser Zeit ein Häftling in Bergen-Belsen, sah zweimal, wie Bormann im März 1945 weibliche Gefangene schlug. Beim ersten Mal schlug sie ein Mädchen auf Kopf und Gesicht, weil sie sie beim Stehlen von Gemüse erwischt hatte. Das Mädchen stürzte zu Boden und eine Freundin trug sie weg. Beim zweiten Mal versuchte ein Mädchen Kleidung aus der Kleiderkammer zu stehlen. Bormann schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Als Makari davonlief, wurde das Mädchen immer noch heftig von Bormann geprügelt. Am 15. April 1945, als die Briten Bergen-Belsen befreiten, fanden sie 60.000 hungernde Häftlinge, die meisten von ihnen schwer krank. Die 52 Schweine, die Bormann mit Kartoffel- und Rübenbrei gefüttert hatte, während die Gefangenen an Hunger starben, wurden von den Überlebenden geschlachtet. Am 17. April 1945 wurde Johanna Bormann von den britischen Streitkräften verhaftet. Als man sie zwang, ihren geliebten Hund zurückzulassen, schien sie überrascht. Nachdem sie Bergen-Belsen evakuiert hatten, brannten britische Streitkräfte das ganze Lager nieder, um die Ausbreitung von Typhus und Fleckfieber zu verhindern. Während der Dauer seines Bestehens starben in Bergen-Belsen 50.000 Menschen und weitere 13.000 ehemalige Häftlinge, zu krank, um sich zu erholen, starben nach der Befreiung. Die Gerechtigkeit holte Bormann schließlich ein, als sie im Belsen-Prozess, der am 17. September 1945 begann, angeklagt wurde. Im Prozess sagte Bormann aus, sie wisse nicht, wieso so viele grausame Zeugenaussagen gegen sie vorgebracht würden. Sie gab keinen der gegen sie vorgebrachten Vorwürfe zu und als man sie nach ihrer Grausamkeit genauer befragte, sagte sie lediglich aus, sie hätte Häftlinge gelegentlich ins Gesicht oder auf die Ohren geschlagen, wenn diese nicht gehorchten. Sie sagte auch, sie hätte nie an einer Selektion für die Gaskammern teilgenommen, noch eine gesehen. Damit wäre sie die Einzige dort gewesen, die das nicht getan oder gewusst hätte.
Ihre Lügen halfen ihr jedoch nicht, der Justiz zu entkommen. Am 17. November verurteilte das britische Militärtribunal Johanna Bormann zum Tod durch den Strang. Sie war 52 Jahre alt, als der britische Henker Albert Pierpoint das Urteil am 13. Dezember 1945 vollstreckte. Über die letzten Momente Bormanns schrieb Pierpoint später: Sie hinkte den Korridor hinunter und sah alt und abgemagert aus. Sie war nur etwas mehr als 1,50 Meter groß und zitterte, als sie auf die Waage gestellt wurde. Sie sagte auf Deutsch: Ich habe meine Gefühle. Für Johanna Bormann wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.